Hallo und herzlich willkommen aus Gran Canaria zum heutigen Trainingstipp. Heute geht es um das Putten und zwar um den 3-, 4- und 5-Fuß-Putt. Putts, wo die Spieler auf dem Platz doch deutlich mehr Respekt vorhaben, als sie eigentlich haben müssten. Heute zeige ich euch, wie ihr es schafft, diese Putts in Zukunft häufiger zu lochen. Als erstes nehmt euch eine Position 3, 4 und 5 Fuß, fangt mit dem 3-Fuß-Putt an und versucht einen guten Rhythmus und ein gutes Timing zu finden, sodass ihr eine Geschwindigkeit gleich spielen könnt, die, wenn der Ball nicht ins Loch geht, maximal bis zu dem Schläger, der ein Fuß hinter dem Loch liegt, rollt. Nun nehmt ihr eure Ansprechposition ein und in dem ersten Punkt Rhythmus und Timing habe ich drei Unterpunkte, auf die ihr achtet. Wenn ich nun meinen Putter vor mir pendeln lasse, nehme ich wahr, dass im Übergang mein Griffdruck weich bleibt, dass der Griffdruck sich nicht verändert. Ich nehme wahr, dass kein Handgelenkeinsatz passiert und ich nehme wahr, dass mein Kopf immer über dem Ball bleibt, bis ich in der Finish-Position bin. Viele Spieler fangen an, hier schon mit dem Kopf hin und her sich zu bewegen. Also die ersten drei Punkte. Ich achte auf meinen Griffdruck, dass der weich bleibt in der Übergangsphase. Ich achte darauf, dass der Handgelenkeinsatz nicht gespielt wird und dass mein Kopf ruhig bleibt. Der nächste wichtige Punkt ist die Ausrichtung. Putten ist schlagflächendominant. Aus diesem Grund wird es wichtig sein, dass ihr den Schläger richtig ausrichtet. Denn passiert hier schon ein Fehler, habt ihr gar keine Chance, den Ball einzulachen. Bei mir ist es ein Break, ganz leicht von rechts nach links. Hier muss ich etwas rechts von der Mitte zielen. Noch ein Tipp, ihr solltet nie viel weiter außerhalb des Lochs zielen, als maximal vielleicht eine Lochbreite. Also, ich habe nun meine Ausrichtung, die geht ganz leicht rechts von der Mitte. Ich habe meine Ansprechposition und nun spiele ich meinen Rhythmus und mein Timing wie eben aus dem Probeputt. Ihr seht, der Ball hält dann die Linie und geht ins Loch. Nochmal die Ansprechposition. Ihr nehmt die stabile Ansprechposition ein. Ihr habt den Griffdruck und ich spiele meine Bewegung wie eben aus dem Probeputt. Und ihr seht, mit diesen drei Punkten wird es euch deutlich leichter fallen, diese Bälle zu spielen. Nun gehen wir zu dem Vierfußputt und machen das genauso. Hier müsste ich jetzt etwas mehr rechts zielen als noch bei dem Dreifußputt, aber ich befinde mich immer noch innerhalb des Loches. Ich stelle wieder meinen Schläger sauber ab, ich nehme meine Ansprechposition und ich achte wieder, dass ich meinen Probeputt genauso oder mein Putt hier genauso spiele wie vorher, das Tempo. Und genauso machen wir es auch beim Fünffußputt. Wieder ziele ich ein wenig mehr außerhalb. Also hier bin ich jetzt auf der Lochkante rechts. Und nun spiele ich wieder meinen Putt. Griffdruck ist gleich geblieben. Handgelenke waren nicht eingesetzt. Kopf war ruhig. Der Ball hat den Schläger so verlassen, wie ich mich ausgerichtet hatte. Wenn ihr diese drei Punkte trainiert, die Ansprechposition noch dazu nehmt, werdet ihr deutlich mehr Bälle aus diesen kurzen Entfernungen einlochen. Viel Spaß beim Üben und bis bald, euer Matthias.